Damit mir Ritter spielt, muss ich immer dieses Ding hier aufsetzen. Das ist ja bescheuert. Hallo meine Lieben, heute erzähle ich euch was über die Elternversammlung in der Kita. Es wurde unter anderem ein Elternbeirat gewählt und ich habe mich da schön vorgedruckst. Ich möchte euch gerne mal erzählen, wie das so abgelaufen ist. Mein Mann und ich sind dann dorthin. Spontan ist dann unsere Mausefreundin aus Düsseldorf eingesprungen, um auf den Noah aufzupassen, weil meine Mutter nicht konnte. Und das fand ich total super. Das war übrigens das erste Mal, dass sie alleine auf den Noah aufgepasst hat bei uns zu Hause. Und es hat super, super gut geklappt. Und ich bin total glücklich darüber. Ja, und dann waren wir in der Kita gewesen. Boah, und auf einmal wimmelte es dort von Eltern. Gott, oh Gott. Also, das war echt der Wahnsinn. Weil dort in der Kita sind ungefähr 80 Kinder gerade in der Belegung. Ja, da muss man sich ja vorstellen, pro Elternteil kommt dann irgendwie eine Mutter oder sogar beide, ne? Mama und Papa dann. Und dann war der Raum mal eben so richtig brütend heiß und voll. Ja, unter anderem ging es dann darum, was unternimmt der Kindergarten mit den kleinen Kids? Es werden Waldtage organisiert, das heißt, die Kinder mit den Kindern in den Wald, der ist nicht ganz so weit weg, da können die fußläufig hingehen. Und das ist ja total aufregend eigentlich für die Kinder. Da ist eigentlich nichts außer eine große freie Fläche und ganz viele Bäume. Aber, also ich finde sowas ja super, ne? So naturverbunden. Und ja, für die Kinder ist das toll, weil die haben dann alle direkt die Stöcker in der Hand und finden dann irgendwelche toten Igel. Und dann wird daraus halt voll eine Geschichte gesponnen. Dann entdecken die Marienkäfer oder irgendwelche Blumen. Und es werden Blätter jetzt gesammelt im Herbst. Es werden Zapfen gesammelt. Und daraus werden dann auch im Kindergarten Dinge gebastelt. Und das Thema Herbst ist jetzt halt gerade ganz brandaktuell. Und die singen auch Herbstlieder, total süß. Der Noah singt dann zu Hause, wenn ich ihn wickele, dann irgendwelche Herbstlieder. Finde ich total niedlich. Unter anderem haben wir dann besprochen, das ist ein Vorschlag gewesen von der Kita-Leitung, dass ein Kita-Hund eingeführt werden soll. Finde ich ja total cool. Ich habe kein Haustier und ich hatte früher mal irgendwie zwei Katzen, aber ich hatte nie einen Hund oder sowas. Und ich bin auch damit nicht groß geworden, dass ich irgendwie einen Hund habe oder so. Und der Wunsch war auch irgendwie nie da gewesen. Ich wollte immer einen Elefanten haben als Kind, aber meine Eltern haben mir diesen Wunsch irgendwie nie erfüllt. Und dann habe ich bis heute nicht den Elefanten. Ja, auf jeden Fall wird ein Kita-Hund eingeführt und der soll halt dafür sorgen, dass die Kinder halt auch mehr Verantwortung übernehmen, sich um etwas kümmern. Sehen, was hat der Hund für Bedürfnisse und sich darauf einstellen. Das ist halt, das wird ein ganz, ganz lieber und ganz zahmer Hund sein. Da brauchen sich auch die Eltern keine Sorgen machen. Jetzt wird einfach nur noch abgeklärt, inwiefern irgendwelche Allergien bei den Kindern vorliegen, um halt da auf Nummer sicher zu gehen. Aber die Kinder dürfen den Hund dann füttern, mit dem Hund spielen. Und ja, ich hoffe, dass so ein Hund echt mit so einer Horde Kinder, 80 Kinder da klarkommt, wenn die alle gemeinsam draußen spielen. Und ich finde die Idee echt richtig super. Das wird den Kindern allen richtig gut tun. Nicht, dass es denen jetzt schlecht geht. Nein, im Gegenteil, den Kindern geht es super gut da. Ich bin total glücklich, dass mein Junge dort in die Kita geht. Aber so ein Kita-Hund, glaube ich, bringt dann nochmal so eine Art Harmonie mit rein und auch nochmal einen anderen Flow in den Alltag der Kinder. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil Tiere haben ja eine besondere Wirkung auf Kids. Ja. Ach, übrigens, das Beißen bei Noah hat sich gelegt. Nämlich insofern, dass er dann selber zurückgebissen hat. Ne? Also das war ja ganz klar, dass er dann irgendwann mal auch dann zurückbeißt. Das war ja auch meine Sorge gewesen. Aber das hat sich jetzt wohl irgendwie erledigt und die beiden haben sich wieder lieb und die spielen sogar jeden Tag zusammen. Was machen die denn noch? Ich habe mir das hier extra alles notiert in meinem Handy, was die in der Kita so machen. Unter anderem wird auch ein Musiklehrer gesucht, der gerade auch spezialisiert ist auf kleine Kinder. Die werden dann mit den Kindern musizieren, die bringen dann auch Musikinstrumente mit und dann werden die mit den Kindern gemeinsam musizieren. Also ich finde das cool, dass da echt so einiges gemacht wird, weil wenn ich an meine frühe Kindergartenzeit denke, ja, wir haben einfach gespielt, einfach nur gespielt. Und wir hatten halt auch so feste Gruppen und ich durfte auch nie in eine andere Gruppe gehen, ich musste immer da bleiben, in der festen Gruppe, wo ich immer war und irgendwie. Ja, aber das System ist hier total echt offen, für alle Kinder zugänglich, alle Räume und finde ich echt praktisch. Und es wird da auch wirklich viel gemacht da für die Kinder, dass die sich echt wohlfühlen. Und ja, und es wird da auch echt auch investiert in die Kids. Ne? Also wenn man jetzt auch wirklich einen Musiklehrer engagiert und auch einen Kita-Hund einführt, finde ich das echt total super. Oder diese Waldtage dann macht.
Unter anderem jetzt zur Weihnachtszeit, finde ich ja voll süß, wollen die hier irgendwo in so eine Backstube gehen. Das musst du alles mal überlegen. Dann wird da mit den Kindern gemeinsam gebacken und also Kekse gebacken. Finde ich echt super spitze. Toll. Dann wurde noch ein Vorschlag gemacht, wie wäre es denn, wenn die Kinder mal gemeinsam zu einer Feuerwehr gehen, zu einer Feuerwehrstation und dort mal so 1, 2 Stunden verbringen mit den Feuerwehrleuten, auch mal sich ins Auto setzen dürfen. Oh mein Gott, Leute, wenn der Noah bei einer Feuerwehr ist, dann kommt er nicht mehr nach Hause. Der flippt aus. Auch wenn wir im Auto unterwegs sind und es kommt irgendwo, ja, dummerweise irgendwie ein Krankenwagen vorbei mit dem Martinshorn oder ein Feuerwehrwagen vorbei. Feuerwehr, der flippt total aus. Dann waren wir auch mal auf einem Feuerwehrfest gewesen, Feuerwehrfest gewesen und das fand er echt richtig klasse. Und seitdem ist Feuerwehr echt so das Ding, ne? Und ja, also dieser Vorschlag von einem, glaube ich, einem Vater kam der, ob man nicht mal zur Feuerwehr gehen könnte, finde ich echt super geil. Dann unter anderem gibt es ja auch noch den Drachenfels, der ist ja irgendwo in Königswinter, sind so Ausflugspunkte oder der Zoo, also Zoobesuche oder irgendwelche besonderen Dinge, die halt auch viel naturverbunden sind, die werden auch angeboten. Aber diese Zoobesuche werden auch gemacht mit etwas größeren Kindern und vor allem müssen die dann auch schon trocken sein, weil die können ja jetzt da schlecht, wenn die so 30 Kinder mitnehmen, 30 oder 60 Windeln mitnehmen, dann noch die vollen Windeln einpacken oder mit zurücknehmen und ja, und bei der Jahreszeit, wo willst du denn die Kinder draußen wickeln? Das ist auch ein bisschen kalt da mit dem nackten Popo, ne? Dann hat man jetzt auch noch Vorlesenachmittage eingeführt, aber die gibt es wohl schon länger, habe ich mitbekommen. Und da gibt es eine Liste, so einen Aushang an so einem Brett in der Kita und da kann man sich als Mutter oder als Vater eintragen mit einer Uhrzeit. Wann man denn, also so freiwillige ehrenamtliche Tätigkeiten, wo man halt mit den Kindern sich gemeinsam dann eine Stunde hinsetzt und dann vorliest. Also die Kinder finden das ganz toll, wenn auch mal Mama oder Papa in die Kita kommen und dann sich da irgendwo hinsetzen. Die haben da so einen ganz süßen Vorleseraum mit ganz vielen Kissen und so diese Fat Boys und auch ganz viele Bücher und so kuschelig und dann können die sich da alle dahin muckeln, das Licht bisschen dimmen und dann wird dann da vorgelesen. Total süß. Hab heute Morgen drauf geschaut, die Liste ist schon voll. Ja, schade, schade, aber ich werde das bestimmt mal machen im nächsten Jahr oder sowas, ne? Wenn dann wieder ein Vorlesenachmittag angefragt wird. Ja, also das Thema Herbst ist toll, das Thema Gespenster ist jetzt auch irgendwie total in der Kita. Der Noah ist jetzt immer ein Gespenst zu Hause. Ich guck mal, ob ich irgendwie ein Foto einblenden kann, weil wir spielen hier jeden Abend irgendwie, ist auch echt ein Ritual geworden. Er zieht sich sein Handtuch an, sein Kapuzenhandtuch, das weiße, und dann flitzt er hier durch die Bude und dann ist er das Gespenst. Und dann gehen wir immer leise ins Schlafzimmer, wo es dunkel ist und da brennt nur das Licht im Flur und dann suchen wir das Gespenst. Und dann steht er immer da, oh nein, ich habe Angst. Ganz süß, Gespenst. Ja, weil wir hatten ja neulich so ein Ritterfest, war das Thema ganz groß, das Thema Gespenster und Bergfräulein und Ritter. Und er hatte jetzt ja auch ein Schwert bekommen von seinem Neffen. Das zeige ich euch mal, das Schwert. Dö, voll cool, damit spielt der Noah immer rum. Kann ich verstehen, dass er das cool findet. Das macht ja auch Spaß. Es ist aus Plastik, ganz leicht. Und dazu trägt er immer, den haben wir dann gebastelt auf dem Ritterfest, immer diesen süßen, lustigen Ritterhelm. Und wenn er dann mit mir Ritter spielt, muss ich immer dieses Ding hier aufsetzen. Total bescheuert. Echt, aber witzig, ne? Ja, also es macht auch echt Spaß. Ich guck mal, was wir da noch besprochen haben in der Kita. Ja, demnächst in einem Monat ist der Martinszug. Juhu, mein Baby geht zum Martinszug. Der ist jetzt schon ganz groß. Ja, und jetzt lernen die in der Kita auch St. Martinslieder, ne? Laterne, Laterne und so weiter. Total süß, das singt er ja auch zu Hause, ne? Sonne, Mond und Sterne. Und ich freue mich schon. Jetzt werden noch Termine bekannt gegeben fürs Laternenbasteln. Dann dürfen die Eltern kommen und dann dürfen wir Laternen basteln. Oh mein Gott, ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich damals mit meiner Laterne, ich gehe mit meiner Laterne, zum Martinszug gegangen bin und ich war so stolz auf meine Laterne und ich fand die so toll, so cool
Und am Ende gab es dann immer so eine echt so eine große Papiertüte mit Keksen, mit Erdnüssen, mit Snickers oder Twix oder mit irgendwelchen geilen Süßigkeiten. Oft auch immer noch ein Geschenk dabei, irgendwie ein Spielzeug, irgendwie ein Flummi oder irgendwie ein Schlüsselanhänger oder irgendwas war immer noch dabei. Also es war auf jeden Fall mal echt eine große Tüte mit ganz viel drin und ein Weckmann, so ein Stuten. Weg mal mit den Rosinenaugen und dann dieser Gipspfeife. Oh, das Ding fand ich immer so toll. Totales Highlight. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt in der Schule und ich habe es geliebt im Kindergarten. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dass unser Kleiner demnächst zum Martin zugeht. Oh mein Gott, das wird so schön. Ich gucke mal, ob ich das hinbekomme, ob ich an dem Tag auch ein bisschen filmen kann. Ja, das werde ich euch mal zeigen. Ja, was war denn noch Thema? Thema war zum Beispiel auch Nikolaus. Und da musste ich so lachen, Leute. Die haben dann direkt gefragt, ja, liebe Eltern, gibt es hier irgendeinen Freiwilligen, der dieses Jahr als Nikolaus kommen möchte? Denn im letzten Jahr haben sie erzählt, im letzten Jahr haben die keinen Nikolaus gehabt und die Kinder waren wohl ein bisschen traurig. Und dann haben die erzählt, ich glaube, es gibt auch immer irgendwie ein kleines Geschenk für die Kinder und ich weiß nicht, Süßigkeiten oder sowas. Und die Kinder waren total traurig. Und was hat die Kita dann gemacht? Also die Erzieherin, die haben erzählt, der Nikolaus war heimlich da, ihr habt ihn nicht gesehen. Und dann war das wohl das totale Thema bei den Kindern, heimlich. Der Nikolaus war heimlich da. Und dann sind die Kinder wohl immer rumgerannt, haben den Nikolaus gesucht, weil er doch heimlich und durchsichtig war. Und keiner konnte ihn sehen. Er war heimlich da. Ich habe so gelacht, heimlich. Aber es ist eine gute Idee, das so zu verkaufen. Ja, ich bin mal gespannt, wie dieses Jahr das Nikolausfest in der Kita ausfällt, ob sich dieses Mal ein Papa findet mit dickem Bauch und dann dahin geht mit einem langen Bart und dann ein bisschen spielt mit den Kindern. Und es wurde auch darüber gesprochen, dass man eine Weihnachtsfeier machen möchte mit den Eltern zusammen, mit den Kindern, aber da man ja bekanntlich im Dezember ja so viele Termine hat mit Einkaufen und Geschenke, bei den meisten, wir ja nicht. Aber die meisten haben halt auch noch so total den Stress mit den ganzen ewigen Weihnachtsfeiern und Adventsfeiern. Und deswegen hat die Kita dann beschlossen, dass wir einen Neujahrsempfang machen. Und dann werden die Eltern halt im Januar eingeladen. Und dann macht man halt dann irgendwie wahrscheinlich dann draußen im Gartenbereich dann halt ein kleines Fest. Und dann gibt es dann auch wieder Kaffee und Kuchen oder sowas. Es wird dann auch immer wieder Entwicklungsgespräche geben mit den Erzieherinnen zusammen. Wahrscheinlich immer einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch, um zu gucken, wie weit ist der Kleine, was macht er jetzt, wie verhält er sich sozial mit den anderen Kindern und so weiter. Also finde ich echt cool. Und, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das Thema Schulengel. Habt ihr schon mal was vom Schulengel gehört? Ich noch nicht vorher. Und zwar kann man sich dort anmelden unter schulengel.de, glaube ich. Ich werde euch das nochmal genau verlinken unten in der Infobox. Also, ich habe jetzt hier den Zettel gefunden, den hatte ich noch in meiner Handtasche und hier bei schutzengel.de sind ganz, ganz viele Partnershops aufgeführt und dort kann man halt auch, wenn man halt auch mehrere Kinder hat, auch die Schule angeben, wo die Kinder hingehen oder den Kindergarten angeben und dann gehen immer 2-10% vom Nettoverkaufspreis auf das Schutzengel-Konto und die werden dann halt direkt ungefiltert praktisch der Kita oder der Schule gutgeschrieben. Und so werden einfach Fördergelder gesammelt, die kommen den Kindern zugute für irgendwelche Anschaffungen für die Schule oder Anschaffungen für die Kita oder in dem Fall vielleicht für den Kita-Hund oder für die Musiklehrerin, die dann demnächst kommt mit den ganzen Musikinstrumenten oder für andere Bewegungsprogramme oder irgendwas, was die Kinder halt brauchen, ne? Und dann geht halt pro Spende, pro Einkauf geht dann diese Spende hin und es kostet einen nichts extra. Und das finde ich halt irgendwie echt total cool. Ja, also schulengel.de, das ist auf jeden Fall eine Adresse, da werde ich mich auf jeden Fall auch anmelden. Und wenn ich was einkaufe, dann kommt das halt dem Noah auch zugute unter anderem. Ja, und dann wurde natürlich der Elternbeirat gewählt und dann meinte der Chris schon zu mir, ich werde dich da aufstellen lassen. Und dann habe ich aber gesagt, wenn du das machst, ne, ich hau dir eine rein. Nee. Also ich habe genug Verantwortung in vielen anderen Bereichen und ich kann nicht noch irgendwie, das ist dann gerade ein bisschen zu viel. Und auf jeden Fall wurde dann der Elternbeirat gewählt und ich fand das so witzig. Es wurden 8 Personen gewählt, 8 Leute, also 4 plus nochmal die Stellvertreter, also echt total viel. Und dann mussten wir irgendwie dreimal nochmal neu ansetzen, weil immer wieder ist während der Wahl was schiefgegangen.
Und dann wurde das aber auch so hochoffiziell gemacht, Frau so und so, nehmen Sie Ihr Amt an. Jawohl, ich nehme mein Amt an. Teilweise haben sich auch Eltern aufstellen lassen, die gar nicht anwesend waren, weil dann die Frau da war, die sagt, ja, mein Mann möchte auch gerne Elternbeiratsmitglied werden und ich stelle ihn halt mit auf. Und dann wurde auch mit aufgeschrieben und der wurde auch tatsächlich sogar gewählt. Also Leute, die nicht mal da waren. Die meisten davon waren bereits Beiratsmitglieder aus dem letzten Jahr und ja, die haben sich dann nochmal freiwillig aufstellen lassen, plus nochmal ein, zwei neue. Ja, da ist so Gott sei Dank der Kelch an mir vorbeigegangen. Ja. Ja, das ist jetzt so ein kleiner Einblick gewesen aus der Elternversammlung, aus der Kita. Ein spannendes Jahr liegt praktisch vor uns. Ich bin mal total gespannt, wie das Ganze sich so entwickeln wird. Der Noah macht sich da gerade total gut. Also den gebe ich dann morgens ab, Küsschen, tschüss, alles super. Aber er hat ein Ritual. Er muss immer erstmal in so eine kleine Stube gehen. Da sind so kleine Autos und Büchlein und kleine Spielsachen. Und er spielt erstmal, bevor er in den Frühstücksraum geht, erstmal mit seinen Autos. Und die Erzieherinnen wissen schon alle Bescheid, dass der Noah so ist und dass er das so braucht. Und wir hatten am Anfang noch versucht, ihn ins Bistro zu locken oder so. Nein, er muss erst immer, weil er ist auch so angefangen damals in der Kita, erst einmal spielen in dem Raum und dann, wenn er so 5 Minütchen gespielt hat, reicht das schon, dann geht er rüber in den Frühstücksraum und dann isst er sogar noch was. Echt toll. Ja, der ist ein kleiner Ritualmensch. Der hat auch morgens immer so ein Ritual mit Papa frühstücken und dann gehen die beiden gemeinsam duschen. Ne? Also ich darf das nicht. Ich darf morgens nicht mein Baby duschen. Das muss immer der Papa machen. Ich darf das gar nicht. Also das ist echt so Noahs Ritual. Und ja, wenn der Papa irgendwie mal ganz, ganz früh aus dem Haus muss und das hat dann nicht stattgefunden, dann ja, dann ist das für den Noah doof und dann ist er auch quengelig und dann möchte er auch gar nicht duschen gehen und ja, aber das kriegen wir trotzdem immer ganz gut hin. Okay, in diesem Sinne macht's gut und wo immer ihr auch gerade seid, passt immer schön auf euch auf. Muah.